Extreme Hitze bringt auch extreme Probleme und Gefahren mit sich. Und mittlerweile prognostizieren die Meteorologen, dass das heiße Wetter nicht nur bis Ende August, sondern sogar bis in den September anhalten soll. Während die einen im Freibad entspannen, haben dadurch andere eine Menge zu tun. Die Feuerwehrleute. Sie sind zurzeit im Dauereinsatz. Lange Trockenheit sorgt natürlich für erhöhte Brandgefahr. Und trotzdem sind die wenigsten Brände auf natürliche Ursachen zurückzuführen. Zum Glück handelt es sich bei den wenigsten Bränden um vorsätzliche, aber bei vielen leider um fahrlässige Brandstiftung. Unachtsamkeit ist die häufigste Ursache. Zum Beispiel ein Lagerfeuer, weggeworfene Zigaretten oder Streichhölzer reichen schon aus. Und natürlich Fahrzeuge, die am Waldrand statt auf den vorgesehenen Flächen auf getrocknetem Gras abgestellt werden. Der heiße Katalysator oder Auspuff sorgt dann für den Rest. Deshalb gilt im Wald striktes Rauch- und Grillverbot, parken nur auf dafür vorgesehenen Parkplätzen und die Wege dürfen nicht mehr verlassen werden. Die Wälder werden aber auch weiterhin nicht komplett gesperrt, denn Spaziergänger können immer noch am schnellsten bei einem Waldbrand rechtzeitig die Feuerwehr rufen, um Schlimmeres zu verhindern. Gleichzeitig ist aber auch mit heftigen Unwettern zu rechnen, meistens in Form von Gewittern. Meteorologen gehen allerdings davon aus, dass diese zwar kurzzeitig für Abkühlung sorgen, allerdings am grundsätzlichen Problem der Trockenheit und der daraus resultierenden Brandgefahr und dem Wassermangel nichts ändern. Noch dürfen Gärten bewässert werden, aber damit könnte bald Schluss sein, denn der Grundwasserspiegel sinkt. Auch zu häufiges Duschen ist ein Problem. Beschränkungen könnten auch hier die Folge sein. Der Wasserpegel in Flüssen und Seen sinkt ebenfalls. Dadurch steigt die Wassertemperatur, die Fische fangen an zu sterben und die Blaualge blüht und gedeiht. Nur sie ist in hoher Konzentration giftig. Außerdem entnimmt sie dem Wasser Sauerstoff und fördert damit weiter das Fischsterben. Wassermangel sorgt ebenfalls dafür, dass das Trinkwasser in Supermärkten knapp wird. Außerdem ist mit Ernteausfällen zu rechnen. Der Bauernverband NRW fordert deshalb Ausgleichszahlungen in Höhe von 1 Milliarde Euro vom Land. Ernteausfälle sorgen wiederum dafür, dass wichtige Nahrungsmittel knapp werden und damit so langsam auch teurer. Und trotz Wassermangel kann man neben Sonnencreme und Sonnenhut nur empfehlen, viel trinken, wenig bewegen und viel frisches Obst essen. Dann kann es auch noch bis September heiß bleiben. Hi.